hier muss ich hin. Okay. Oh nein. Finde den Leitwolf und zähme die Bestie, damit sie an deiner Seite kämpft. Ja, das akzeptieren wir doch. Drücke Y, um deine Eule zu rufen. Deine Eule kann aus der Luft Feinde markieren. Du kannst deinen Jägerblick auch im Fliegen einsetzen, wenn du V gedrückt hältst. Und du kannst neue Fähigkeiten für deine Eule im Fähigkeitenmenü freischalten, indem du die Hütte des Schamanen in deinem Dorf errichtest. Ah, okay. Also muss ich die Hütte noch ausbauen. Kann ich die hier einsammeln? Nein. Oh Mann, okay. So, dann nehmen wir mal die Eule. Die soll mal langsamer fliegen. Okay. Achso. Bitte in die richtige Richtung fliegen, ja? So. Da wird was angezeigt. Okay. Oh nein, hier schlachten sie die Wölfe ab. Okay, gut. Tja, ich kann ja noch... Ich habe noch keine Bomben. Hier steht irgendwas mit Bomben. Gut, hier sind sie. Ich soll die töten. Damit die nämlich nicht die armen Wölfe hier weiter massakrieren. Immer wenn dieses blöde Vieh hier so komische Geräusche macht, dann denke ich immer, jemand hustet neben mir. Da sind sie ja schon. Ich überlege gerade, mache ich einfach einen frontalen Angriff oder versuche ich einfach nur von hier so ein bisschen auf die Erhöhung zu kommen und versuche sie abzuschießen. Ja, bleib doch mal stehen. Jawohl. Oh, die Nacht ist dunkel und gefährlich. Die Sicht ist schlecht und viele Raubtiere sind auf der Jagd. Erkunde die Welt bei Nacht und entdecke einzigartige Tiere, Pflanzen und Fundstücke. Waffen entzünden. Halte Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle eine Waffe und drücke die rechte Maustaste, um die Waffe mit Hilfe von Tierfett zu entzünden. Okay. Ach, schade, ich dachte, ich habe den schon. Jetzt ist er hin. So, hier schnell mal zum... benutze Fleisch, um Köder herzustellen. Oh, wir können jetzt Köder herstellen. Okay. Folge der Blutspur in die Wolfshöhle. Halte V gedrückt, um deinen Jägerblick einzusetzen. Ja, das mache ich gleich. Ich möchte jetzt erstmal nur die Holzpfeile und ein bisschen gucken, ob die was hier für mich haben. So. Drücke V. Aha, hier haben sie jemanden verletzt. Kann ich den auch nicht. Und die Spur führt nach da oben. Oh, ein Elch. Den werde ich wahrscheinlich mit einmal... Oh, ich mag den gar nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Ich dachte, ich kriege ihn vielleicht mit einem. Aber so ein riesiges Tier ist natürlich nicht möglich. Okay. Ich möchte eigentlich echt ungern hier nachts rumflatschen, aber... Gut, ich habe jetzt auch keinen Bock zu warten, bis Tag wird. Laufen wir mal ein bisschen. Und solange die hier nicht weglaufen... Oh oh. Von dem brauchen wir ja noch das Fell wieder, um hier was herstellen zu können. Gucken wir mal. Wo waren das? Unter K? Nein, K waren die Fähigkeiten. I war das, glaube ich, dann, ne?
Genau, jetzt kann ich nämlich die Eingeweidetasche machen und dann noch mehr tragen. Das ist sehr schön. Da fehlt mir noch ein Rothundfell. Dann kann ich mir auch einen Köcher machen. Aber das machen wir, wie gesagt, so ein bisschen nebenbei. Wenn wir das sehen, dann ist das gut. Und wenn nicht, dann dauert es halt ein bisschen. Ich wollte jetzt nicht extra auf die Jagd gehen, deswegen. Bestien ködern und zähmen. Stelle Köder im Waffenrad her, halte Q gedrückt und markiere den Köder, um Infos zu erhalten. Wirf den Köder mit der mittleren Taste aus, um Bestien anzulocken. Nähere dich dem Tier langsam. Während er frisst, halte E gedrückt, um die Bestie zu zähmen und drücke B, um deine gezähmten Bestien anzusehen. Okay. Ja, wo soll ich denn hier? Ist doch noch gar nicht. Ach doch, da hinten ist er. Ich wollte gerade sagen, wo soll ich denn hier was werfen? Jetzt gehe ich hier mal so ein bisschen in gedrückter Haltung. Ach, der Köder ist angewählt. Ich mache gleich lieber nochmal ein. Nein. Ich wollte doch jetzt eigentlich nicht die Keule. Ah. Nein. Langsam. Oh, jetzt lauf doch nicht weg, Mann. Muss ich ihm doch ein bisschen hinterherrasen. Aber ich denke, wenn ich dem jetzt hier hinterherrase, greift er mich eher an, als dass ich ihn zähmen kann. Ne? Oh, ich würde gerade werfen, aber der ist echt. Ja, super, der ist überhaupt nicht an unserem. Entweder hat das nicht gerochen. Da bitte. Was läufst du denn einfach weg? Mann, du sollst den Köder fressen. Och, Höflin. Der will den nicht. Der will den nicht fressen. Okay. Vor allem das witzig ist, dass sie auch aber auch ganz knapp an dem vorbeirennt und er auch einfach nicht die fressen möchte. Was denn jetzt? Ich bin verwirrt. So, ganz langsam und E drücken. Ja, psch, ganz natürlich. Oh, cool. Oh, hallo. Ich habe einen Weißwolf gezähmt. Das ist cool. Der begleitet mich jetzt. Du kannst deine Bestie auf ein Ziel hetzen oder zu einem bestimmten Ort gehen lassen. Ziele mit der rechten Maustaste und drücke G, um einen Befehl zu erteilen. Wenn deine Bestie verwundet wird, geh an sie heran und halte E gedrückt, um sie mit Fleisch zu heilen. Wenn deine Bestie stirbt, kannst du sie im B-Bestie-Menü wiederbeleben oder eine weitere Bestie zähmen. Oh, wie cool ist das denn? Ich streichel dich mal. Oh. Oh, das ist ja cool, aber es hat mich wirklich ein bisschen gewundert. Wenn du mit C in die Hocke gehst, lässt sich auch deine Bestie schwerer entdecken, okay? Ich wundere mich echt gerade nur so ein bisschen, warum das jetzt nicht gleich von Anfang an so funktioniert hat. So, hier sind Udam in der Nähe. Und da soll ich mein Tier drauf hetzen. Ja, krautschen hier mal durchs Gebüsch. Ist ja gut. Ah, da. So. Halte gedrückt. Und mit G, jawohl, greifst du an. Nachts, der angelt hier nachts. Also, was heißt angelt? Der fischt hier nachts. So, und mein Dings. Jawohl. Oh. Na, greifst du nicht mein Bestie an? Ich glaube, du hast wohl eine Latte. Jawohl. Mein armes Wölfli. Ja, ich komme ja. Hast du fein gemacht.
Drücke B, um das beste Menü zu öffnen und alle zählbaren Tiere einzusehen. In diesem Menü kannst du Tiere zu dir rufen oder deinen derzeitigen Begleiter wegschicken. Einige Bestienmeister-Fähigkeiten erlauben es dir, neue Bestien zu zähmen. Okay, gucken wir mal ins B-Menü. Was kann ich im Moment machen? Ich kann einen Rothund zähmen, seltener Rothund, Wolf, den Weißwolf haben wir, und seltener Streifenwolf. Das ist das... Ach, hier unten auch. Nee, ist nicht verfügbar. Okay. Komisch. Weil es hat mich nur gerade gewundert, weil da keine Schlüsselsymbole sind, aber vielleicht ist das einfach noch so. Ah, und die haben verschiedene Stärke, Tempo und Schleichfähigkeiten. Oh, der ist sogar immun gegen Feuer. Ah, cool. Der auch. Also die seltenen sind wohl immer, jawohl, Bestienmeister abgeschlossen. Na, frisst du? Ja. Futter dich. Oh, cool, jetzt hat sich Tensei auch angeschlossen. Wenn du ein Leuchtfeuer oder einen feindlichen Außenposten eroberst, schaltest du ein Schnellreiseziel frei, mit dem du schneller durch Oros reisen kannst. Du kannst außerdem in dein Dorf schnell reisen, um Hütten zu errichten oder zu verbessern. Die Schnellreise im Überlebensmodus kostet Fleisch und verringert deine Ausdauer. Drücke M und wähle das Kartenmenü zum Schnellreisen. Nutze deine Maus zum Markieren eines Leuchtfeuers, Außenposten oder deines Dorfes und wähle dann die Schnellreise. Ah, cool, okay. Ja, futter dich schön. Wer schreit? Ach du heilige Kacke, geh weg. Bist du bescheuert oder was? Hau ab. Oh, hat er dich angegriffen? Ja, du bist ja so fun. Aber du hättest auch mal aufhören können zu fressen und mir helfen, Mann. Unmöglich. So. Ah, hier schreien die Wölfe. Aber jetzt wird's hell. Die Wölfe gehen wieder. Da hinten schleichen welche rum. Okay. Oh, wir haben hier auch Rede mit... hieß sie denn gerade? Stand doch gerade. Ich schnell rase jetzt einfach mal nach Hause. Und gucke, was da ist. Weil Tensei ist ja da. Und mal sehen, wie jetzt unser Völkchen oder unser Dörfchen jetzt schon aussieht ein bisschen. Ich gucke mal in unser Belohnungslager. Da kann ich ja eigentlich auch theoretischerweise was reinlegen. Das Doof ist dann natürlich, wenn ich es hier reinlege, dass ich es nicht in meiner Tasche mit mir rumtrage. Wenn ich es dann natürlich nötig brauche, ist es nicht so eine Sache. Oh, hi, guck mal hier. Haben sie sich, das ordentlich gemacht? Was kann ich denn hier machen? Wird mir hier was angezeigt? Nein, ich dachte gerade eben, dass da was geblinkt hätte. Wo gehe ich jetzt zuerst hin? Ich gehe erstmal zur Tensei's Hütte. Muss ich hier rüber? Warum musst du denn so weit weg wohnen? Hä? Ach, da ist er. Hallo. Schrasch, schrasch. Bauschaugas. Winja Jesu Dijam. Ma Samquai Dausa. Ah, Daiwa Damshi. Hakrapi Shayu Kwaya. Ja, bau dir doch einer. Oh, erbaue dein Dorf. Dein Dorf ist ein Zufluchtsort für Wenja. Verbessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Suche Hüttenrohstoffe überall in Oros. Drücke H und durchstöbere die Dorf- und Taschenmenüs für weitere Informationen. Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in das Dorf zurück und suche nach Hütten, die sich verbessern lassen. Okay, drücken wir doch gleich mal H. Wenja-Stammbevölkerung, okay. Ah, umso mehr wir dann auch ein Stammesangehörige haben, umso bessere Belohnungen bekommen wir. Ah, okay. Oh, und Tensais Hütte brauchen wir. Hätten wir fast alles, brauchen wir aber noch zweimal das Wolfsfell, um ihm eine Hütte zu bauen. Gut. Alles klar. Ich werde mich darum kümmern, Tensei. Ist kein Problem. Bestellung ist aufgenommen.